So, Welt 6. Ja, langsam kommen wir eventuell auch schon dem Ende zu. Wie gesagt, es gibt 8 Welten. So wie in, ja, normalerweise den meisten Mario-Spielen. Boah, da muss man aufpassen mit dem Pilz. Muss man aufpassen, da kann vieles schief gehen. Ist hier was? Nee, wo ist denn eine Lücke? Einfach so. Oh, das ist böse. Ah, ah, tu mir nichts, ich möchte nur mein One-Up. Oh nein. Weg da, ganz schnell, weg da. Ganz, ganz schnell. Da willst du nicht bleiben, Mann. Das ist eine Feuerblume, die ich nicht bekommen habe. Und jetzt? Oh, es gab einen Checkpoint. Ah, großartig. Das heißt, wenn ich es... Oh, nice, direkt mal in die Lücke geworfen. Komm schon. Spring, spring, spring. Okay, 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 ich hab's, ich hab's, ich hab's. Einfach weg, einfach weg. Ich glaube, hier ist nichts mehr. Ich glaube, hier ist das Ende. Hier ist das Ende, oder? Ja. Yep. Gott. Wir werden möglicherweise auch nochmal die anderen Mario-Spiele spielen. Also, ne, Lost Level 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, falls ihr auf die Bock habt, dann schaut euch einfach mal um. Eventuell habe ich es ja schon hochgeladen. Nachdem wann man das Video schaut. Ah, komm her. So wichtig ist es mir jetzt auch nicht. Ich will es ja sowieso nur zeigen. Da ich in dem Level sowieso noch andere Sachen zu zeigen habe, vor allem... Nicht dein Ernst jetzt, oder? Oh Gott, was habe ich da ausgelöst? Und das nur für die Münzen! Okay, ich muss das taktisch angehen. Jetzt. Wo das Ding weg ist. Da oben ist auf jeden Fall nochmal eine Höhle. Im Untergrund. Nein! Nee. Tatsächlich mal nicht. Na gut. Dann halt nicht. Habe ich nichts gegen. Gegen den Pilz sage ich auch nichts. Das Spiel mag seine Unterwasserlevel. Ist das das gleiche? Nee, nee, ist nicht das gleiche. Sah kurz so aus, aber no way, bro. Das war viel einfacher als das davor. Aber ist da oben was? Nee. Okay, dann habe ich gelogen. War doch nicht bei jedem von den Dingern was. Es tut mir leid, Freunde, ich habe euch angelogen. Aber ich wusste es selber nicht besser, okay? Das ist meine Ausrede. Oh. Dich habe ich vergessen, Kumpel. Oh, hä? Ach, hier ist ein unsichtbarer Block. So soll man da hochkommen. Ich hatte von rechts nach links, aber nee, die verschwindet dann. Egal, dann haben wir halt noch ein wenig Spaß und können noch ein bisschen One-Ups farmen gehen. Denn ich brauche die dringend. Bitte gib mir ganz viele One-Ups. Ich brauche sie dringend. Yeah, yeah, oh yeah. Ich brauche ganz dringend Leben, denn ich habe Angst, dass ich dead gehe. Wieso kann man eigentlich nicht unten durchspringen? In Mario Maker geht das. Hier sind sie solid. Ja, schade, dass ich die One-Ups nicht behalten kann. Doch ich halt alles zeigen will. Oh Gott, das ist böse. Diese einsamen Ecken mit Gegnern, die hin und her bouncen. Das ist böse. Oh. Ich weiß nicht. Hier könnte was drin sein. Nee? Nee. Ich bin paranoid. Lasst mich. Ich checke gerne Röhren ab. Ich check auch keine andere Röhren ab, aber das passt jetzt hier nicht zum Spiel. Okay. Oh, doch. Ich habe mich nicht mittig genug hingestellt. So, so. Ja, hier war jetzt eine Feuerblume eigentlich. Ach, die kann man. Haha, da kann man doch aktivieren. Gut. Ist hier oben was? Nee. Umsonst. Oh. Oh. Manchmal frage ich mich, warum gehe ich nicht erst mit dem Weg entlang und mache dann noch abschließlich die Bonusröhre. Ich kann es euch nicht sagen, warum ich es nicht tue. Ist es jetzt nicht so das Klügste von mir? Dass ich es nicht tue, meine ich. Ja, ja, ja. Ich sollte besser spielen. Auf jeden Fall. So, aber jetzt ist es wieder. Ist alles so grau. Jetzt sieht es aus nach Schnee, oder? Auf jeden Fall, jetzt müssen wir wieder... Oh nein. Münzen sammeln. Trampolin.
Wie komme ich denn da hoch? Achso, links und dann rechts. Okay. Was zum... Uncool. Keine Sorge, Leute. Wir müssen nicht von vorne spielen. Denn haltet A gedrückt und drückt dann Start. Dann kommt ihr wieder in die gleiche Welt, wo ihr gerade gestorben seid. Oh, jetzt muss ich aber trotzdem Sachen nachholen. Ohne Score. Oh. Man kann, by the way, wenn man sich gut anstellt, Lucky to killen, aber ihr seht, man kriegt halt seine Wolke nicht und man kriegt einfach gar nichts. Und der spawnt auch noch ein paar Momenten wieder zurück. Also, wie gesagt, Leute, ich schwöre euch, ich bin normalerweise besser in diesem Spiel, ja? Das ist einfach nur, das ist der Vorführeffekt, ne? Plus ich versuch... Oh Gott. Plus ich versuche ja euch alles hier zu zeigen, alles zu machen, was nur machbar ist. Mehr oder weniger, nicht wirklich, aber auf jeden Fall mehr als normalerweise. Oh Gott. Oh Gott! Oh! Das ist hart. Aber nicht hardcore. Also noch nicht. Ja, mein Score resettet, aber der war sowieso kaputt, also. Macht nichts. Wen juckt schon ein Score heutzutage? Nee, jetzt mal ehrlich, Leute. Juckt sich einer von euch noch für einen Score? Ich muss ehrlich gestehen, ich nicht mehr so wirklich. Nein. Nicht unbedingt. Interessante Farbe für eine Flagge. Interessant. So, noch interessanter ist, dass wir Bowser jetzt wieder auf dem Köppel hauen können. Naja, nicht wirklich. Wenn wir auf ihn drauf springen, dann kriegen wir halt Damage. Der hat Stacheln auf seinem Kopf. Was denke ich da aber? Egal. Auf jeden Fall gibt es jetzt wieder einen epischen Bowser-Kampf. Ich hoffe, ich kann die Farbe behalten. Mike, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Danke, Mike. Dankeschön, Mike. Toll. Das ist einfach das erste Schloss nochmal. Geremixed. Dass mir das nie aufgefallen ist früher, ne? Krass. Oder ist es mir aufgefallen? Ich hab's wieder vergessen. Das ist wahrscheinlicher. Ah ja, hier in diesen Ecken gibt es manchmal so geile Blöcke. Die bringen eigentlich nichts. Ich krieg mal halt eine Mütze raus. Ich weiß auch nicht, warum es die gibt. Oh, es ist der Bowser. Ab Welt 6 fängt Bowser an, wie ein Hammerbruder, aber auf Steroiden anzufangen, ja, mit Feuerbällen, was hab ich? Ab der 6. Welt und alles darüber fängt Bowser an, wie ein Irrer, wie Hammerbrüder auf Steroiden mit Hämmern rumzuwerfen. Und da müssen wir uns gefasst machen. Vor allem ich. Das kann man euch als kleiner Mario schaffen. Wie denn? Wie will man das bitte? Ach Gott. Mhm. Den Pilz brauche ich. Ich hätte ihn liebend gerne bei mir. Dann nicht. Nö, dann nicht. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Wenn das Spiel sagt, nope, dann sagt Mike, okay. Das sage ich nämlich wirklich dann. Was man auch machen kann. Hä? Was? Was? Woran? Okay. So, Bowser, wie du sehen kannst, habe ich dieses Mal eine Feuerblume mitgebracht. Und die ist nicht nur aus Show oder zum Prahlen. Nee, die ist eigentlich für dich gedacht sogar. Aber ich weiß sowieso, dass du nicht der echte Bowser bist. Na komm, bring dich hinter mich. Gleich ein Schwein ausgehen versuchen. Was soll eigentlich... Oh, Bowser. Oder sollte ich lieber sagen... Ein Lakai von Bowser. Diesmal... Ein Lakai von Bowser. Ich werde dir jetzt zeigen... Ach, deine Mutter.
So, Bowser. Oder sollte ich lieber sagen, ein Lakai von Bowser. Diesmal werde ich es jetzt... zeigen. Leider ist es sehr, sehr schwer, hier mit einem Power-Up durchzukommen. Das reicht mit einer Feuerblume, die man natürlich eigentlich so lange es geht behalten will. Vor allem diese Stelle hier. Wow. Zu viel auf dem Bildschirm auf einmal. Das Spiel wird Strom. Aber weißt du was? Eigentlich sollte man, was ich vorhin versucht habe, sollte man unter ihm runter, wenn er gerade anfängt zu springen, aber... Blooper? An Land? Naja, was soll's. Ja, aber in diesem Spiel ist es einfacher, überzuspringen als drunter. Aber kann man auch machen. Thank you, Mario! But our princess is at a castle! Ja, ja. Weiß ich, Toad. Weiß ich. Ist immer der gleiche Toad oder ist das immer ein neuer? Ich denke, es soll immer ein neuer sein, aber... Warum? Mario Lore, aber warum wurde er denn jetzt nicht verwandelt in einen Block? Wie kommt man da denn hoch? Oh, ich sollte jetzt nicht so Faxen machen, weil ich nämlich mein, wenn ich jetzt nämlich getroffen werde, bin ich ja leider wieder... kleiner Mario. Und wenn ich dann die Feuerblume nehme, bin ich trotzdem nur Super Mario, obwohl es gar kein Pilz ist. Ich weiß auch nicht, warum das so ist. In Super Mario Bros. 3 ist es auch noch so. Ich weiß nicht, warum die es so lange beibehalten haben. Oh ja, und in diesem Spiel ist es wie in keinem anderen, wenn man... Erst wenn man runterfällt, kann man Leuten auf den Kopf hauen. Das heißt, dass man in diesem Spiel, wie in keinem anderen Mario-Spiel, mehr Chancen hat, Leute auf Kopf zu hauen, oder zu besiegen, besser gesagt. Ihr seht, selbst wenn ich nicht richtig drauf lande... Ah, schade. Ich wollte es eigentlich zeigen. Egal. Auf jeden Fall muss man eigentlich nur sinken, damit man Leute besiegen kann. Mehr wollte ich nicht sagen. Muss aufpassen. Manchmal können die nach ganz unten runterfallen. Und dann habe ich natürlich, direkt vor meiner Backe. Das will ich nicht. Ist hier kein Pilz? Irgendwas? Also doch, ein Pilz gibt es hier nämlich schon. Und zwar hier. Aber das ist leider nicht der Pilz, den ich haben wollte. Ja gut, schön, Münzen, alles schön und gut, aber... Mein Score ist sowieso weg. Und jetzt muss ich nochmal zurückspulen. Okay. So, aufpassen. Okay, das war sehr gut gelöst von mir. Sehr, sehr gut. Ah, die gehen hier nochmal richtig ab. Aber wartet erstmal, wenn ihr denkt, das hier ist schwer, dann wartet ab, bis wir in der 8. Welt sind, ja? Oh Junge, hört auf, nach unten zu gehen. Wisst ihr was? Ich lasse mir Zeit. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also. Jetzt gleich durch. Nein. Okay, egal. Ciao. Puh. Alter, warte, ist da oben ein Pilz? Da ist ein Pilz. Oh mein Gott, und eine Falle da unten, aber... Das geht schnell ab. Jetzt krasser Beat. Oh. Yeah! Okay, was kommt jetzt? Kommt noch ein Wasserlevel? Ich glaube, es kommt noch ein Unterwasserlevel, oder? Ich kann mich an jetzt erinnern. Ja, wenn ich schon mal dabei bin, kleiner Funfact: Die Wolken und die Büsche sind die gleichen Sprites, nur anders gefärbt. Gern geschehen. Um Disk Space zu sparen, damals haben sie es getan. Und ja, das ist ein Unterwasserlevel, so wie ich es mir schon gedacht habe, wie ich es vermutet habe. Ja, komm, brauche ich jetzt auch nicht alle Münzen. Das wäre eine Qual, hier alles zu sammeln. Ich kann es ja versuchen, aber... schlechte Idee. Die Koopas sind mir auf den Fersen. Oh nein, oh nein. Ach komm! Ich hasse die so sehr. Die warten extra auf einen. Ja. Komm, ich schwimme rüber. Und hier... einfach durch, einfach schnell durch. So schnell sind sie nicht. Wow! Warum hat es gerade gelaggt? Habt ihr es gesehen oder was nur bei mir? Gott. Oh, das Böse. Oh, das Böse. Hilfe, Hilfe. Weg hier, weg hier. Das Ending ist immer gleich, ne? Finde ich auch lustig, weil ich immer an diesen einen Funfact mit dem Softlock denken muss. Ach ja. Ich werde das hier wahrscheinlich auf zwei Parts teilen. Vielleicht auch noch einen dritten, ich weiß noch nicht. Wir schauen einfach mal, wie ich das so mache. 7-3 ist natürlich nochmal eine Cheep-Cheep-Brücke, aber das hier ist die... Was war das für ein Jump, Alter?
Das hier ist die schwierige Cheep-Cheep-Brücke. Ich fände es cool, wenn man unten noch so Wasser sehen könnte, aber kann man leider nicht. Alter, also, jetzt reicht's aber mal! Also. Oh Mann. Ja, wir müssen übrigens alle Münzen einsammeln. Nicht vergessen. Wow. Achso, ich dachte, ich wäre Game Over. Ne, ein Leben habe ich noch. Ja. Ich kann die Welt neu machen. Ich sehe es schon. Ich sehe schon, dass ich da was tun muss. Die spawnen aber auch so richtig ekelhaft aus dem Nichts. Oh, seht ihr? Okay. Ja, was soll ich machen? Was soll ich da machen? Sterben und Maul halten. Verstanden. Versuchen wir es erneut. Ach ja, stellt euch vor, man müsste wirklich alles von vorne machen. So wie viele es immer sagen, aber das stimmt nicht. Man kann einfach A gedrückt halten, dann Start drücken, bevor man Start drückt. Ey. Dieses Säbel, ne? Und das auch wirklich nur, weil ich... Ach, komm mal, die... So. Finally. Nach ein paar Versuchen bin ich jetzt wieder hier. Wir gehen das Level einfach mal ein bisschen langsamer an und rushen das nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Ist egal. Wir rushen einfach. Ist okay. Ist okay. Einfach in Bewegung bleiben ist, glaube ich, hier die Taktik. Oh, Alter! Ich konnte nicht springen! Bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Bitte. Ich will nicht nochmal alles nochmal. Ich will nicht nochmal alles neu machen. Bitte nicht. La 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 la. Wir haben Spaß und wir sind tot! Ich habe das Gefühl, ich hätte noch mal üben sollen, bevor ich dieses Play gestartet habe. Hätte ich wahrscheinlich tun sollen. Aber so ist es noch lustiger. Mehr Fails, mehr zum Lachen. Haha, hihi. Ihr habt euren Spaß. Ich habe, naja, ich habe ein Video. I guess. Ja, und das ist die böseste Stelle. Weil hier die meisten kommen. Oh, Power Up. Yes! Oh mein Gott, finally, Bruder! Okay. Okay. Fliegende Brücken. Auch schön. Oh, einer der wenigen Koopas, die mal nach links und rechts ganz normal fliegen. Ich glaube, in Mario Maker können es die roten, oder? Ich glaube, ja. Hier haben sie einfach gedacht, ja, egal. Ah. Okay. Interessant, dass du das einfach darfst. Cool, danke, Typ. Ah, genau, ab hier spawnen die nicht mehr. Ich weiß noch, genau in diesem Level, dort bei der Plattform, bei der grünen, wo auch links diese Steinblöcke sind. Ich kann mich noch irgendwie daran erinnern, dass ich mich da irgendwie gesoftlockt habe, dass ich irgendwie stuck war in der Wand. Ich kann mich daran noch dran erinnern, ich weiß aber nicht mehr, wie ich das hinbekommen habe. Aber ich habe so eine Erinnerung von damals. Naja, was soll's. Vorletztes Bowser Castle. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein Labyrinth, das weiß ich noch. Oben, bitte unten. Habe ich's first try? Nein. Okay, oben war schon mal richtig. Glaube ich. Oben. Unten. Und dann oben? Nee. Oben. Oben. Unten. Unten. Mitte. Oben. Ja. Unten, Mitte, oben. Ich dachte oben, Mitte, unten, andersrum. Aber ich hatte es mehr oder weniger noch im Kopf, weil war ich jetzt richtig? Oben, dann Mitte. Ah, nee. Ich glaube nicht. Ich glaube, jetzt habe ich wieder falsch. Dann oben. Doch, richtig. Okay, was auch immer ich gemacht habe, ich habe es richtig gemacht. Oh nein. Mhm. Er kommt doch mal näher! Da muss ich auch mal näher kommen. Ich trau mich nicht.
Okay. Oh! Wisst ihr, was das Problem ist, die Feuerblume hier für den 7. Bowser-Verschnitt zu holen? Ich sag euch, was das Problem ist. Man muss einen Pilz von 7-1 holen. 7-2 ist ein Wasserlevel, da gibt es keine Items. Und ja, 7-3 hat nur ein einziges Power-Up. Also entweder in dem Fall die Feuerblume direkt von 7-1 mit oder ihr habt ein Problem. Ah ja, wie war es nochmal? Unten, Mitte, oben oder so? War richtig, lass mal sehen. Doch, war richtig, oder? Ich glaub schon. So, jetzt nochmal das hier. Oben? Hab ich's richtig? Nein. Unten ist auf jeden Fall falsch. Ist auch viel schwieriger, nach unten zu gehen. Ich glaube dann Mitte. Dann oben? Ich weiß nicht, wie ich vergessen habe. Doch, war richtig. Okay. Komm schon, der Kampf ist gleich mal so schwer. Generell, dieses Schloss ist gleich mal so schwer. Nur hier hinzukommen mit Feuerblume, macht das mal erstmal. Es war ein Hammerbruder, deshalb geht er so ab. Ja.